Hey meine Duftfreunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Herrenduft, wie versprochen hier auf dem Kanal. Wir schauen uns heute was ganz Besonderes an, was total gut in der Community ankommt, wirklich total gut und immer noch unter 10 Euro kostet. Ja doch, lass es 11, 12, aber ich glaube immer noch 9 irgendwas, 8 irgendwas, also unter 10 Euro kommen wir heute zu Karlin. Falls ich es richtig ausspreche, bitte verbessert mich, Karlin Om, dem Infinite Navy. Bam! Das ist auch ein absoluter Einsteigerduft, den du auch bei den Drogerien finden kannst. Infinite Navy Karlin Om. Das Om steht für Herren, soweit ich weiß. Oh, verbessert mich da bitte auch. Aber ich sehe immer Pur Femme für Damen und Pur Om für Herren. So habe ich immer bisher verstanden. Bitte verbessert mich, wenn ich da falsch liege. Aber heute geht es eben mit dem Karlin Infinite Navy Eau de Toilette for Man weiter. Bam! Ich freue mich mega. 60 Milliliter haben wir drin. Kostet, wie gesagt, unter 10 Euro. Und das ist echt nicht schlecht. Und soll sogar noch was bieten. Naja, wir machen das Ganze mal auf. Released wurde dieser Duft 2022. Also letztes Jahr. Wir haben hier wirklich ganz frische Ware am Start. Letztes Jahr erschienen. Und jetzt schon eine ziemliche Beliebtheit erlangt unter so den Einsteiger-Parfümeuren, Testern. Keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Parfümeur habe ich dazu nicht gefunden eben, also wer das Ganze kreiert hat, kann ich euch leider nicht sagen. Falls ich da immer noch was dazu finde, wie auch bei allen anderen Düften, schreibe ich es natürlich dazu, keine Sorge. So, wir machen das Ganze jetzt erstmal auf und bewerten das Flakon. Ich bin sehr gespannt. Wir haben hier einen unter 10 Euro Duft, danach muss ich es natürlich auch bewerten. Oh, schon mal sehr schön mit diesem Kreisring, das wirkt gleich so, ja, so gestempelt, weißt du, und dann machst du es so auf, zack, zack. Und dann kommt dir schon, wow, dein Infinite Navy Karlin Om Duft entgegen. Die Verpackung ist, by the way, auch sehr schön, finde ich. Okay, wir haben hier ein, wow, ein sehr, okay, Kapsel, einfaches Plastik. Da will ich nicht übertreiben, Kapsel, nichts Besonderes. Aber jetzt reines Flakon, schaut euch das mal bitte so an. Ist das nicht schön? Oben so weißer gehalten, nach unten immer so, ja, immer mehr bläuer, meeresblauer, keine Ahnung, wie man es ausspricht, tiefseeblau. Also so richtig, wie es halt in echt ist, wie es so von oben von den helleren Gewässern runter in die dunkleren Gewässer geht. Sehr interessant, weil halt weniger Licht unten durchkommt. Schön gemacht, schönes Flakon, so milchglasig, aber wirklich höchst qualitativ. Einfacher Schriftzug drauf, was ich euch immer sage, man braucht ein schönes Flakon gar nicht. Einfach eine schöne Flasche und einen schönen einfachen Schriftzug und dann hast du sowas. Also für den Preis, mir gefällt der noch mal ein bisschen besser als zum Beispiel echt alle Larif-Düfte, die wir bisher hatten. Weil hier, finde ich, merkt man, es wirkt noch so ein bisschen, dass so auf Qualität geachtet wird. Bei dem anderen wirkt es okay, einfach die Standards durchsetzen irgendwie. Aber hier, ich weiß nicht, es schaut schön aus. Ich hätte das echt schön in meinem Regal stehen dann. Nee, ist schön. Kriegt von mir eine 2+. Jetzt, wie gesagt, auch kein Überrenner, also jetzt immer noch keine 1 oder so, aber auf jeden Fall eine 2+, ein schönes Flakon. Und jetzt kommen wir aber zur Duftpyramide und auch zum Duft, der auch sehr gut sein soll. Ich bin echt gespannt, für unter 10 Euro. Schauen wir mal, ob das mein Einsteiger-Favorite werden kann. Schauen wir mal. Okay, Duftpyramide. Wir haben in der Kopfnote, haltet euch fest, Lavendel, Minze, Bergamotte und Kardamom. Sehr frisch. Leicht minzig, leicht lavendelig, diese eigene Note, sage ich mal. Sehr interessant. In der Herznote haben wir Kümmel, Zedernholz und Zimt. Okay, also leicht holzig, leicht würzig. Und in der Basisnote haben wir Vanille, Tonkabohne, Amber und Sandelholz. Also auch sehr, ja, relativ entspannte Hölzer, sage ich jetzt einfach mal. Leicht gourmandig. Ey, okay, soll eine süß, frisch, würzig, holzig, cremige Duftrichtung haben. Also auch so ein guter Mix aus allem, aber leicht cremig, da bin ich auch noch gespannt. Und für den Frühling und Herbst sein. Also jetzt kein richtiger Sommerduft oder Winterduft, sondern eher so ein Übergangsduft. Ey Leute, ich bin sehr gespannt, okay? Ich bin sehr, sehr gespannt. Infinite Navy von Karline, wie auch immer. So, aufs Wohl. Oh, hat wirklich was Frisches. Oh, okay, geht gar nicht in so eine würzige Richtung, wie ich jetzt dachte, sondern in so eine
Interessante Richtung, ich weiß nicht, interessant. Okay. Riecht, jetzt mal kurz so, wie soll man das am besten beschreiben? Riecht, ich muss nochmal so dran riechen. Oh. Oh. Ich glaube, durch Vanille und das Zimt und die Tonkabohne hat es dieses Gourmandige leicht. Riecht gut. Ich verstehe die Cremigkeit. Riecht auch angenehm intensiv für ein Eau de Toilette, wie ich es letztens erwähnt habe. Mir auch ganz wichtig. Haut mich jetzt nicht so ganz um die. Aber ist schön. Ist auf jeden Fall besser als alle Zweier- und Zwei-Minus-Düfte von Larif. Riecht schön, riecht schön. Ich finde den Hype jetzt nicht so ganz nachvollziehbar. Also es ist wirklich ein schöner Duft. Ja, angenehm. Also für den Preis, wer jetzt wirklich unter 10 Euro Duft sucht, mit dem er irgendwas anstellen kann, mit dem er einen schönen Alltagsduft hat für den Frühling und für den Herbst, der kann da gewissenslos zugreifen. Wer jetzt, ich weiß nicht, ob es mein Favorite von den Einsteigerdüften ist. Wir hatten mit Bench zum Beispiel auch einen sehr geilen Duft, muss ich sagen. Bench Sound for Him, Shine for Him war auch gut. K-Line, Horm Infinite Navy kriegt auf jeden Fall eine 2 Plus, ist einer meiner Einsteiger-Favoriten. Aber haut mich jetzt nicht so aus den Socken wie erwartet. Also wer auf diese Duft-DNA steht, der wird's lieben. Weil die ist schön intensiv für ein Eau de Toilette. Schön angenehm. Nicht zu alkoholisch, auch auf dem Arm. Riecht auf jeden Fall gut. Ihr habt mir nur ein bisschen was in eine andere Richtung erwartet, sag ich mal. Aber sonst auf keinen Fall enttäuschend. Schöner Duft. Flakonnote 2 Plus, Duftnote 2 Plus. Ich bin sehr gespannt, was K-Line, Hom uns noch zu bieten hat und was Parfumo jetzt zu diesem Duft sagt. Weil da war ich eben sehr überrascht. Ich schaue mir davor natürlich auch immer die Parfumo-Wertungen an, selber wenn ich den Test vorbereite und so. Da war ich sehr überrascht, weil wir haben für den Duft eine 8,1 und das ist für so Einsteigerdüfte schon wirklich eine Hausnummer. 8,1. Ich werde den natürlich so im Alltag noch testen, wie die Komplimente und so sind. Aber 8,1 ist eine Ansage. Wir hatten bisher wenig Düfte hier auf dem Kanal, die eine 8,1 bekommen haben. Das geht schon in Richtung so Job Om und so Bewertung. Er ist auch, er hat eine sehr angenehme eigene DNA. Aber ja, irgendwas fehlt mir da trotzdem noch. Aber trotzdem Flakon sehr schön, Duft sehr schön, trotz dem, dass ich mehr erwartet habe. Sehr angenehmer Duft. Und deshalb verdient mit 8,1 auf Parfumo. Von der Haltbarkeit haben wir eine 7,5. Für einen unter 10 € Duft absolut perfekt, werde ich auch noch testen. Sillage 7,2, das heißt, ihr werdet wahrgenommen, wenn ihr an den Leuten vorbeiläuft. Werde ich auch noch testen, bin ich auch sehr gespannt. Und Flakon haben wir auch eine 7,2, was ich auch vollkommen verstehe. Deshalb auch Duft und Flakon eine 2- von mir. Schönes Ding, schaut schön im Regal aus und das alles für einen wirklich schönen Preis. Was soll ich sagen? Kriegt auf jeden Fall eine klare Duftempfehlung für Einsteigerdüfte. Auf jeden Fall. Also wirklich, wer da was Geiles sucht für einen günstigen Preis, erwartet nicht zu viel, so wie ich. Erwartet einfach einen angenehmen, schönen Duft für diesen Preis, was er ist, in einem schönen Flakon für diesen Preis. So Leute, das war's mit Klein Orm Infinite Navy. Ja, yeah, genau, nichts falsch aussprechen hier. Und von mir eine klare Duftempfehlung für Einsteigerdüfte. Und ansonsten sehen wir uns morgen Mittag wieder, wo wir uns schon den nächsten Kalein Om Duft anschauen. Mal schauen, wie der uns überzeugen kann, ob der auch so gut ist. Und danke fürs Vorbeischauen. Schreibt gerne in den Kommentaren, wie ihr den findet. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Immer schön happy bleiben, niemals aufgeben und ciao, ciao.